Genau, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Germania Magna Podcast. Wie im letzten Beitrag schon angekündigt, werden wir heute wieder zu den indogermanischen Sprachen zurückkehren und werden uns heute mal einen Aspekt von denen angucken, der möglicherweise einer der frühesten Ausdrücke ihrer Existenz gewesen sein könnte, aber eben auch sehr hypothetisch ist und insofern vielleicht eine ganz nette Ergänzung zu den bisherigen Inhalten darstellt. Insofern, als dass wir über die Trümmersprachen gesprochen haben, wo man also nur noch Reste nachvollziehen kann, und zum anderen auch schon über die Tochara gesprochen haben, die aber mit diesem Thema möglicherweise in Verbindung stehen werden. Und zwar wollen wir uns heute nämlich die Sprache der Gutäer, oder besser gesagt, was man von dieser weiß, ansehen. Und wir werden uns angucken, inwiefern die Gutäer möglicherweise eine der ersten indogermanischen Gruppen gewesen sein könnten, die in die Geschichtsschreibung eingedrungen sind. Und ja, im Wesentlichen, wie das abgelaufen ist, welche historischen Hintergründe es dazu gibt und wer die Gutäer überhaupt waren, werden wir uns heute eben ansehen. Aber beginnen wir ganz von vorn. Lange bevor das klassische Europa besiedelt worden ist, gab es schon Zivilisationen, die sich in einem Gebiet entwickelt haben, bei denen man das heute vielleicht gar nicht glauben möchte. Nämlich im sogenannten fruchtbaren Halbmond, Mesopotamien oder eben dem heutigen Nahen Osten. Im Wesentlichen dieses Gebiet wird ja gemeinhin auch gerne mal als so eine Urwiege der Zivilisation bezeichnet, und das ist dahingehend vielleicht auch gar nicht so falsch, als dass es dort die ersten großen Stadtstaaten gab und später auch erste Reiche in dieser Region entstanden sind. Wir erinnern uns, die Sumerer, das Reich Akkad und so weiter und so fort, später Babylon, und da gab es eben so erste Anklänge in diese Richtung schon vor rund 4000 Jahren vor Christus, also 6000 Jahre vor unserer Zeit. Und während dieser ganzen Zeit haben sich dort die verschiedensten kulturellen Errungenschaften entwickelt. Die Städte, das wäre wie gesagt so das beste Beispiel dafür, aber es gibt auch umfangreichere Dokumentationen von Religion und so weiter und so fort. Eben alles sind Dinge gewesen, die schlussendlich dazu beigetragen haben, dass sich diese Zivilisation dort im vorderen Orient erstmal so etablieren konnte. Naja, das Stichwort, das hier eine Rolle spielt, ist schon gefallen, denn ich habe neben dem Namen Mesopotamien und dem Nahen Osten auch erwähnt, dass sich dort mal der sogenannte fruchtbare Halbmond erstreckt hat. Fruchtbarer Halbmond, das muss vielleicht kurz erläutert werden. Heute sind diese Gebiete relativ aride. Es gibt natürlich immer noch die beiden Ströme, deswegen Mesopotamien, die dort durchfließen, beispielsweise den Euphrat, und das alles auch noch verhältnismäßig feucht halten. Aber so feucht, wie es möglicherweise damals gewesen ist, ist es heute nicht mehr. Denn man geht tatsächlich davon aus, dass damals vor 6000 Jahren diese Gebiete auch noch ein ganzes Stück fruchtbarer gewesen sind, als sich dort diese Zivilisationen etabliert haben. Mehr Regenfälle, die damals vor allem noch an den Gebirgen, die heute Teil des Irans sind, abgeregnet haben. Und dementsprechend wurde dann auch mehr Wasser als Regenwasser dann über Flüsse in dieses Gebiet geschwemmt. Und es hat dementsprechend vermutlich auch noch weitläufigere, gut nutzbare Flächen gegeben, die vor allem landwirtschaftlich Anreize geboten haben. Das ist im Übrigen auch einer der ersten Gründe dafür gewesen, dass Menschen vermutlich sesshaft geworden sind und angefangen haben, in diesen Gebieten, wo sie sich niedergelassen hatten, erstmals Landwirtschaft zu betreiben. Also beispielsweise dieses klassische Konzept von Landwirtschaft, Sesshaftwerdung und so weiter und so fort, das ist auch sehr stark mit dem fruchtbaren Halbmond verbunden gewesen. Das war natürlich noch mal ein paar 10.000 Jahre vorher, das steht an dieser Stelle auch fest, also vor diesem Zeitpunkt, den wir uns heute angucken werden. Aber es war eben mit dieser Landschaft verbunden. Und nicht unwesentlich bedingt dadurch könnte gewesen sein, dass diese Gebiete früher eben mal sehr viel fruchtbarer waren. Und im Wesentlichen seit diesem Zeitpunkt hat dann die Fruchtbarkeit dort abgenommen, bis man eben diese heutige Landschaft dort hat. Nichtsdestotrotz, 6.000 Jahre vor unserer Zeit, war es aber vermutlich dann doch noch um einiges, sagen wir mal, fruchtbarer, als es das heute ist. Dementsprechend ist das hier auf der Karte auch mal so dargestellt, wenn man das jetzt sieht. Und eben in diesen Gebieten haben sich die ersten Zivilisationen etabliert, haben sich sozusagen die ersten Schriften, die man auch in dieser Form kennt, etabliert, und dementsprechend gab es dort auch Reiche. Im Wesentlichen hat es in dieser Region damals, wir reden jetzt so von einem Zeitraum, der etwa 3000 Jahre vor Christus stattgefunden hat, zwei große Sprachen gegeben. Zum einen das Akkadische im Norden, im Land Akkad, und wer hätte es ahnen können, das Sumerische im Süden, im Land Sumer. Dementsprechend interessant ist es also geworden, als das erste Mal Gruppen aufgetaucht sind, die davon sehr entfernt gewesen sind, die also Sprachen gesprochen haben, die nicht semitisch gewesen sind und die dementsprechend also im doppelten Sinne als relativ fremd wahrgenommen wurden in dieser Region.
Diesen Fall betreffend gab es im Grunde mehrere Situationen, in denen das aufgetreten ist, aber einer der vielleicht interessantesten Fälle, der ist dann so um das Jahr 2200 vor Christus relevant geworden, also rund 4000 Jahre vor unserer Gegenwart. Damals, das muss dazu gesagt sein, hatten sich diese Reiche dort schon konstatiert und man hatte tatsächlich Reiche, die mehr oder weniger über ganz Mesopotamien geherrscht haben. Man muss sich diese mesopotamischen Reiche in ihrer Kontinuität aber so vorstellen, dass die auch sehr stark an Städte und Stadtstaaten gebunden gewesen sind und man in der Regel einen Großkönig hatte, der darüber geherrscht hat. Das bedeutet, ganz so monolithisch ist das nicht gewesen. Und dementsprechend gab es dann wahrscheinlich abermals Klimaveränderungen, die dazu geführt haben, dass diese Reiche gepaart mit inneren Konflikten, Erbfolge, machtgierige Politiker und so weiter und so fort dazu geführt haben, dass diese Reiche eben so um das Jahr 2200 vor Christus zunehmend zerbröckelt sind und zerfallen sind und eben die Autorität der Könige kaputt gegangen ist. Im Grunde hatten sie also einen Bürgerkrieg. Die Geschichte Mesopotamiens ist sehr komplex. Wir fassen es hier aber mal eben so zusammen. Und in dieser Situation ist jetzt ein Volk aufgetaucht, das vorher in dieser Form noch keine historische Relevanz hat, aber jetzt eben eine sehr zentrale Rolle spielt. Und dieses Volk, das sind die sogenannten Gutäer. Die Gutäer sind ein Volk, das am Rand von Mesopotamien auftaucht, nämlich nordöstlich davon, und zwar in dem Gebiet, in dem heute der Iran gelegen ist. Und die Gutäer werden von den Sumerern und den Akkadiern zumindest als ja ein einfaches Nomadenvolk beschrieben, das wohl aus ihrer Sicht nicht besonders zivilisiert gewesen sein soll und insgesamt nicht in diesem Sinne ein Reich besessen hat, das mit dem, was in Mesopotamien existiert hat, vergleichbar gewesen wäre. Zudem, und das wird vor allem später beschrieben, sollen sie eine Sprache gesprochen haben, die von der, wie sie in Sumer und Akkad gesprochen wurde, sehr distinkt gewesen ist, also sehr unterschiedlich. Und das ist schon mal sehr interessant, denn dieses Volk, das erstmal als einfaches Nomadenvolk aus dem Osten auftaucht, ein Motiv, das man immer wieder in der Geschichte Eurasiens sehen wird, kann jetzt eben diese Schwäche, die in diesen mesopotamischen Staaten vorherrscht, die Kleinstaaterei, die Konflikte und so weiter und so fort ausnutzen, kann dort einfallen, dieses Gebiet besetzen und sich selbst als Herrscherklasse ein Stück weit installieren. Wie genau das ausgesehen hat, weiß man nicht, aber Fakt ist, dass es diesen Gutäern gelungen ist, Babylon zu erobern, die großen Städte dieses Gebietes mehr oder weniger zu besetzen und eben auf diese Weise die Kontrolle oder im Mindesten die Vorherrschaft in Mesopotamien zu gelingen. Und das sollten sie nicht nur für ein paar Jahre machen, sondern das sollten sie tatsächlich für schätzungsweise 91 bis 145 Jahre tun und eben in dieser Zeit mit mehreren Königen über dieses Gebiet regieren, obwohl sie eben nicht aus der Region kamen, sondern eine, wenn man so möchte, raumfremde Macht dargestellt haben, die zumindest von den Sumerern und Akkadiern auch relativ eindeutig als Fremdmächte wahrgenommen wurden und die also so gesehen nicht unbedingt allzu direkt mit den Völkern, die dort gelebt haben, verbunden waren. Die Herrschaft der Gutäer, die hat dann tatsächlich in etwa von dem Jahr 2150 bis 2050 vor Christus angedauert, also wie gesagt, so grob 100 bis 145 Jahre, je nach Quelle unterschiedlich eingeschätzt. Und in dieser Zeit haben sie mit verschiedensten Königen eben über diese Region geherrscht. Es gibt die These, dass sie theoretisch auch gar nicht so präsent gewesen sind, sondern sich einfach irgendwelche Statthalter bestimmt haben, die ihrerseits vielleicht auch ethnisch eher Sumerer oder Akkader gewesen sind und dann sozusagen nur Tribut eingetrieben und das dann in ihre Heimat in den Iran gebracht haben. Es gibt die Vorstellung, dass sie sich vielleicht auch in größerem Stil niedergelassen haben oder dass sie vielleicht auch einfach zu einer herrschenden Klasse geworden sind, die sich dann mehr oder weniger assimiliert hat. Aber in irgendeiner Form, und das ist ziemlich wahrscheinlich, haben sie da einen Griff um dieses Gebiet gehabt, das Mesopotamien gewesen ist, und sind dementsprechend eine bestimmte Macht gewesen. Nun ist aber die Frage, die sich bei alledem stellt und die für viele Völker in diesem historischen Kontext, in dem man eben Mesopotamien sieht, so nicht gilt, wer sie gewesen sind. Denn im Endeffekt kann man aus den Überlieferungen, die es über sie gibt, nicht viel zu ihnen sagen. Sie sind ein nomadisches Volk, das auf einmal östlich des mesopotamischen Raums auftaucht, im heutigen Iran lebt und dann eine relativ spontane Schwäche der mesopotamischen Staaten ausnutzen können, um sozusagen ganz Mesopotamien unter ihre Schirmherrschaft zu bekommen und das zumindest so gut zusammenhalten, dass sie rund 100 Jahre lang diese Gebiete tributpflichtig unter ihrer Kontrolle haben.
Wo kommen diese Leute also her? Welche Sprache haben sie vielleicht gesprochen? Und welche Völker könnten mit ihnen verwandt sein? Das sind Fragen, die sich in diesem Kontext stellen und die vielleicht auch immer mal ganz interessant sind zu betrachten, wenn man sich generell solche Völker anguckt. Denn hier reden wir ja im Grunde von einer Phase, die ja schon so lange her ist, dass wir mittlerweile davon reden können, dass bald vor 4000 Jahren deren Herrschaft über Sumer und Akkad, also Mesopotamien, geendet hat. Was das Ganze dann im Endeffekt noch interessanter macht, oder besser gesagt umso anziehender, ist, dass ja die Gutäer dann auch relativ schnell wieder aus der Geschichtsschreibung verschwunden sind und es keine weiteren großen Nennungen mehr zu späteren Zeiten von ihnen gibt. Wo sich natürlich auch hier die Frage stellt, was ist mit denen passiert? Und die Frage der Zugehörigkeit der Gutäer, die ist sich dementsprechend schon oft in der Geschichte gestellt worden und dementsprechend bin ich auch nicht der Erste, der dieses Thema hier behandelt. Die einzigen Schriftzeugnisse, die gegebenenfalls über Verwandtschaften der Gutäer zu anderen Völkern Aufschluss geben können, das sind Namen von Königen, die sie gestellt haben. Es gibt eine Königsliste von Sumer, wo im Grunde sämtliche Könige, die in Mesopotamien in einem bestimmten Zeitraum geherrscht haben, aufgelistet sind. Und zu diesen Königen, zu der Gesamtheit von denen, zählen auch ein gutes Dutzend von Königen, die den Gutäern zugerechnet werden, also mehr oder weniger als Gutäer über Mesopotamien geherrscht haben. Und diese Königsnamen sind es eben, wie gesagt, die die einzigen Schriftzeugnisse darstellen, die es heute noch von den Gutäern gibt. Denn obwohl sie über einen schriftlichen Raum geherrscht haben, also die Keilschrift ist durchaus schon erfunden gewesen und auch lange in Gebrauch gewesen, haben sie keine eigenen Schriften in ihrer eigenen Sprache angefertigt. Was eben auch ein Argument dafür ist, denn andere Völker, die zum Beispiel semitische Völker erobert hatten, ja, wir erinnern uns dann später an die Mitanni, haben das ja durchaus gemacht. Die These zu unterstützen scheint, dass die Gutäer eben tatsächlich nur hegemonial über diesen Raum geherrscht haben und Tribut eingetrieben haben, nicht aber zu einer Elite geworden sind oder sich im größeren Stil dort niedergelassen haben. Diese Namen an sich sind aber auch schon halb kryptisch, denn da kann man im Grunde kein eindeutiges Bild rausziehen. Wenn man sich aber mal insgesamt anguckt, wie die aufgebaut sind, dann lässt sich das Argument machen, dass die nicht wirklich semitisch sind. Und mehr oder weniger in diese Einschätzung, dass diese Namen oder diese Sprache, die denen zugrunde liegt, nicht wirklich semitisch ist, fallen auch später die Einschätzungen von Hammurabi ein. Hammurabi hat dann vom Jahr 1890 bis 1750 vor Christus geherrscht, also 1890 bis 1750 vor Christus, und hat die Sprache der Gutäer, allerdings etwa 100 Jahre nach der Herrschaft, auch als sehr fremd und fern beschrieben. Und was eben auch nochmal ein Hinweis darauf ist, dass das wahrscheinlich keine semitischen Sprachen gewesen sind, denn wenngleich Sumerisch beispielsweise relativ isoliert gewesen ist von den anderen semitischen Sprachen, hat man das Sumerische aber auch in Akkad beispielsweise nicht als wirklich fremd wahrgenommen. Und eben auf dieser Grundlage, dass man dann diese Namen hat, kann man jetzt überlegen, was es da gegebenenfalls an Hinweisen auf die Abstammung geben könnte. Möglicherweise, das einfach mal so in den Raum gestellt, könnte es ja sein, dass diese Sprache mit anderen Sprachen verwandt ist, Sprachfamilien, oder es könnte eine isolierte Sprache sein. Nun gab es aber die These, und das ist auf verschiedenen Annahmen fußend, dass so eine Verwandtschaft zu einer anderen Sprachfamilie im Fall der Sprache der Gutäer durchaus bestanden hat. Und um eine mögliche Verbindung zu den Gutäern herzustellen, kann man jetzt mal ein paar tausend Kilometer nach Nordosten schauen. Da gab es nämlich ein Volk, das ja, ebenso sagen oder besser gesagt Unklarheit umwoben ist, wie das die Gutäer sind, nämlich die Tochara. Die Tochara sind ein indogermanisches Volk gewesen, das in dieser Form lange Zeit unbekannt gewesen ist, weil es nämlich irgendwo um nirgendwo gesiedelt hat. Die Tochara haben sich mitten im Tarim-Becken niedergelassen, das ist das heutige Nordwestchina, und es ist über Jahrhunderte wirklich mitten im Kontinent gewesen und aus den Augen, aus den Sinn, die längste Zeit gewesen, sowohl von China als auch von den europäischen Reichen, sogar den Persern und dementsprechend sehr isoliert gewesen. Man hat von diesem Reich oder dieser Sprache, die dort mal gesprochen wurde, erst vor kürzester Zeit erfahren, verhältnismäßig, also ein paar hundert Jahren. Und das ist eben sehr interessant, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Denn insofern haben sie ja, was das Mysterium angeht, eine gewisse Ähnlichkeit mit den Gutäern. Wenngleich natürlich die Tohara, um das nur mal kurz anklingen zu lassen, erst deutlich später genannt wurden und die Gutäer schon vor 4000 Jahren. Nichtsdestotrotz, wer da vielleicht noch mal ein bisschen was nachholen möchte bei den Tocharern, kann das machen. Ich habe einen entsprechenden Podcast aufgenommen, der wird dann an dieser Stelle auch verlinkt sein.
Und was hier eben interessant ist, ist, dass eine Verbindung zwischen den Tocharern und den Gutäern hergestellt wurde und man vermutet, dass ein Teil des Mysteriums, das die Tochara umgibt, eben mit dem Mysterium der Gutäer erklärt werden könnte. Auf den ersten Blick stechen die Tochara nämlich scheinbar aus allen anderen indogermanischen Völkern hervor. Indogermanische Völker, das muss dazu gesagt sein, sind in der Regel sehr eroberungsfreudig gewesen. Also man vermutet, dass tatsächlich so einen Ursprung dessen, dass die indogermanische Sprachfamilie, genauere Erläuterungen dazu in anderen Podcasts, sich maßgeblich so weit verbreiten konnte, weil es eben eine sehr kriegerische Kultur gewesen ist. Und ganz im Kontrast dazu stehen nämlich scheinbar die Tochara, die sich scheinbar einfach im Tarimbecken niedergelassen haben und dann nichts mehr gemacht haben. Also weder irgendwie groß nach Westen noch nach Osten expandiert sind und scheinbar auch keine große Militärtradition hatten, denn im Grunde sind sie sang- und klanglos später von den Chinesen unterworfen, assimiliert und ausgerottet worden, ohne dass es einen großen Kampf gegeben hat, ohne dass es einen großen Krieg gegeben hat oder da eine, erbitterte Zermürbungskampagne dahinter gestanden hätte. Wie das zum Beispiel bei anderen Völkern war. Also die Anatolier beispielsweise, die haben mehr oder weniger in Form der Hethiter mit ihren Reichen immer so bis zum Schluss irgendwie gekämpft, wenn man das mal so darstellen möchte. Und sich eben auch verbreitet und entsprechende Diplomatie betrieben. Und die Tochara haben das eben nicht gemacht. Eine Erklärung dafür wäre natürlich der sehr isolierte Lebensraum. Zusätzlich, Kultur muss nicht immer gleich sein, kann sich ändern, ist logisch. Und eventuell könnte eben auch ein Grund dafür gewesen sein, dass die Tochara schlicht und ergreifend sehr früh aus der indogermanischen Sprachfamilie hervorgegangen sind und vielleicht gewisse Prägungen einfach nicht mitgenommen haben. Was aber wiederum im Kontrast dazu steht, dass das bei älteren Völkerschaften möglicherweise auch veranlagt gewesen ist. Dieses mögliche Mysterium, also dieser Trägheit der Tochara, könnte aber möglicherweise eben durch die Gutäer erklärt werden. Denn hier kommen wir jetzt zum Punkt, die Namen der Könige, die es von den Gutäern gibt, weisen Charakteristiken auf, die gegebenenfalls im Verbund mit dem Namen ihres Volkes selbst und dem der Tochara so gedeutet werden könnten, als dass sie möglicherweise ein mit den Tocharern, die es damals vielleicht in dieser Form noch gar nicht gab, aber mit den Tocharern verwandtes Volk gewesen sein könnten. Es muss dazu gesagt sein, dass die Tochara, wie gesagt, vor allem so im ersten Jahrtausend nach Christus das erste Mal richtig auftauchen und die Gutäer eben im dritten Jahrtausend vor Christus. Wenngleich natürlich dem späten, sind da 2000 Jahre Pi mal Daumen dazwischen. Und diese mögliche Verbindung, die also mal bestanden haben könnte, die hat Walter Bruno Henning aufgestellt. Walter Bruno Henning ist ein deutscher Sprachwissenschaftler gewesen, der seinen Schwerpunkt vor allem auf den iranischen Sprachen hatte und vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Eine interessante Biografie, geboren in Ostpreußen, hat dann in Berlin gelehrt, ist dort aktiv gewesen, hat dort geforscht, dann 1936 meines Kenntnisstands nach England ausgewandert, weil er selbst zwar ethnischer Deutscher gewesen ist, aber es wohl im weiteren Verwandtschaftsverhältnis Juden gegeben hat und hat dann eben in der Anglosphäre weitergearbeitet. Nichtsdestotrotz, mit dem Ausbruch des Weltkrieges ist er dann natürlich interniert worden und hat sich da dann wohl auch eine Krankheit geholt, die ihn schlussendlich umbringen sollte, aber das eher langfristig und vielleicht auch hier nur am Rande zu den biografischen Eckdaten erwähnt. Teile seiner Werke sind aber meines Kenntnisstands nach allgemein eigentlich relativ akzeptiert und auch geschätzt. Und er hat sich eben auch mal daran gemacht, dass er diese gutäischen Namen gedeutet hat. Und er ist eben in Verbindung mit dem Namen des Volkes selbst und auch den Namen anderer Völker zu der These gekommen, dass es sich bei denen eben um Indogermanen gehandelt haben könnte und dass die möglicherweise ein Tochtervolk oder ein Brudervolk der Tochara gewesen sind. Ja, aber auf was hat er das denn begründet? Denn der geografische Unterschied, der ist ja schon relativ klar. Einerseits ist da die Tatsache, dass beschrieben wurde, dass die Gutäer als ein nomadisches Volk aus dem Osten gekommen sind. Die Tochara sind ursprünglich wahrscheinlich auch Nomaden gewesen und waren das auch eine ganze Zeit noch, als Karawanser bis ins erste Jahrtausend nach Christus. Zweitens, es würde eben dieses vermeintliche Mysterium, dass es um den Verbleib von möglichen Bruder- oder Tochtervölkern der Tochara gibt, klären. Und drittens, es gibt linguistisch relativ gute Hinweise darauf, dass das tatsächlich der Fall sein könnte. Schauen wir uns das erstmal an. Zu den Namen der Königsliste kommen wir gleich, aber was sind denn erstmal die Namen der Völker, die da genannt werden? Genannt werden als diese nomadischen Völker die Gutäer und die Turukäer. Und wenn man die jetzt sozusagen mal in ihre geschichtliche Äquivalenz umsetzt, dann hat man einmal die Guti und dann hat man einmal die Tukris.
Und das ist ganz interessant, denn jetzt kann man sich angucken, welche anderen Namen möglicherweise auf die Tochara angewendet worden sind. Da gibt es nämlich zum einen das relativ eindeutige Wort Tochara, das sich aber wiederum von Tokar ableitet. Und Tokar, so argumentiert zumindest Henning, könnte wiederum in Verbindung mit einem älteren Wort stehen, das ein Volk mit dem Namen Tyri beschrieben hat. Und das hat dann ja wiederum eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Wort Tugris. Also so gesehen Tugris, Tyri, Tokar, Tochara. Währenddem also der Name des Volkes der Tokäer möglicherweise eine alte Entsprechung für den Namen der Tochara sein könnte, gibt es dann noch die zweite Herangehensweise, nämlich den Namen der Gutäer einzuordnen. Denn das sei hier nochmal am Rande erwähnt, die Gutäer und die Tokäer, das sind eben diese beiden Völker, die damals genannt wurden, als diese, wenn man so möchte, Nomaden aus dem Osten, die dann dieses Gebiet erobert und eine Zeit lang beherrscht haben. Die Chinesen berichten nämlich später, das ist aber schon mehr als 2000 Jahre später gewesen, also nachdem diese Völker dort in Mesopotamien unterwegs gewesen sind, von den Yuezhi. Und die Yuezhi sollen eben aus dem Gebiet, in dem die Tochara gelebt haben oder Grenzregionen davon, später nach Süden gezogen sein und bis in das heutige Indien gelangt sein. Und Yuezhi, das ist natürlich ein Name gewesen, der erst deutlich später erwähnt wurde, hat aber, wenn man den mal so auseinander nimmt und meinetwegen in zwei Teile zerlegt, beispielsweise in Yuezhi, eine gewisse Ähnlichkeit mit Guti, eben auch zwei Silben. Yuezhi, Guti. Das sind möglicherweise zwei Worte, die ein und dasselbe Ding beschreiben. Insofern könnte man also über diese beiden Namen die räumliche Verbindung herstellen. Die Yuezhi, die aus dem Gebiet der Tochara später abgewandert sind und sich von dort aus verbreitet haben, zum einen, könnten nämlich mit den Guti in Verbindung stehen und die Tugri oder Tugris mit den Tocharern. Also würden diese Begriffe am Ende mehr oder weniger ein und dasselbe beschreiben. Und es geht am Ende alles darauf zurück, dass es sich eben mehr oder weniger um ein Volk, nämlich die Yuezhi, gehandelt hat, die aus dem Gebiet der Tochara abgezogen sind und sich dann bis in diese Region dort in Mesopotamien verbreitet haben. Was an dieser Stelle noch obendrauf kommt, ist, dass in der tocharischen Sprache, zumindest in einer örtlichen Variante davon, Kusi der einheimische Name für die tocharische Sprache gewesen ist. Und das hat ja wiederum auch eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Wort Guti, was also ebenso eine mögliche Verbindung sein könnte. Obendrauf, und hier kommen wir jetzt noch zu den Königsnamen der Gutier, gibt es auch Endungen an diesen Königsnamen, die man als eine grammatische Endung identifizieren kann, die gewisse Ähnlichkeiten zu dem, wie sie im Tocharischen vorhanden sind, aufweisen. Hier an dieser Stelle einfach mal aufgezeigt. Diese Endungen beispielsweise sind ziemlich naheliegend, wenngleich dann später im Tocharischen selbst verloren gegangen. Aber das sind ebenso alles Dinge, die dafür sprechen könnten, dass die Gutäer eine Sprache gesprochen haben, die mit der der Tochara verwandt gewesen sein könnte und dass da eben eine sehr alte Verbindung besteht. Diese Theorie von Walter Bruno Henning kann grundlegend diskutiert werden, weil es dann doch ein, zwei Argumente gibt, die dafür sprechen. In den meisten Fällen wird sie aber tatsächlich abgelehnt, was eben daran liegt, dass, wie wir das schon gesehen haben, teils sehr große Zeiträume zwischen den Nennungen der einzelnen Namen zum einen liegen und zum anderen so gewisse Ähnlichkeiten wie einige dieser Namen, die ich fürchterlich geschlachtet habe, dann doch zuweilen etwas weit hergeholt sein könnten. Also beispielsweise die Yuezhi, die ja eigentlich erst viele Jahrhunderte später genannt wurden, beziehungsweise ein halbes Jahrtausend vor Christus und heutzutage beispielsweise zuweilen auch eher den Skythen zugeordnet werden. Nichtsdestotrotz, und das sei vielleicht sogar dazu gesagt, ist diese Einordnung der Gutäer eben als ein derartiges Volk, das mit den Tocharern in Verbindung hätte stehen können, eine der glaubhafteren und so meines Kenntnisstands nach auch eine der besten, die es für die Gutäer eben auf der Grundlage von diesen Namen gibt. Es gibt natürlich auch viele andere Einordnungen, viele von denen gehen aber teils auch in ziemlich, naja, sagen wir mal ganz vorsichtig, schizophrene Bereiche über und gerade in dieser Region spielen da manchmal auch lokale Nationalismen eine Rolle. Also beispielsweise wird man sehr viele lustige Videos finden können, in denen irgendwelche Kurden behaupten, dass die Gutäer ja die Urkurden gewesen wären und sozusagen ganz Mesopotamien erobert haben, wo natürlich dann wieder hineinspielt, dass man da ja so gewisse Dinge kompensieren möchte. Ist zuweilen ganz lustig, aber wissenschaftlich ist das nicht. Es gibt im Übrigen auch einen Iraner, der sich damit beschäftigt hat und vehement darauf besteht, dass das wohl ja ein Zeugnis dessen ist, dass dort Guten gewesen sind, 2000 Jahre vor Christus im Vorderen Orient. Das ist vielleicht auch etwas, das man erstmal so stehen lassen kann. Guti, Goti hat ja eine gewisse Ähnlichkeit.
Im Wesentlichen wird es wohl so bleiben, dass die Gutäer vermutlich immer eine Enigma bleiben werden, was sie genau waren, wo sie hin verschwunden sind, wo sie herkamen, welche Sprache sie gesprochen haben. Aber eben solche Theorien, wie wir das hier sehen, das sind dann doch so ein, zwei sehr interessante Herangehensweisen, die es an dieses Thema gibt. Zum einen, um das Paradox, das die Tochara umgibt, zu klären, zum anderen aber auch, um dieses Mysterium der Gutäer so ein bisschen zu beleuchten. Denn was man hier vielleicht auch anmerken muss, wenn diese Königsnamen denn so tatsächlich stimmen und diese Königsnamen eben Ausdruck einer indogermanischen Sprache sind, dann wären das einige der ersten verschriftlichten Zeugnisse von indogermanischen Sprachen, die es überhaupt gäbe. Also 2150 Jahre vor Christus in etwa war die Herrschaftszeit dieser, ja, Könige der Gutäer. Wenngleich, das sei hier nochmal betont, aber gemeinhin vermutet wird, dass diese Theorie so nicht stimmt oder schlicht nicht belegt werden kann. Zumal auch einige von diesen anderen Thesen, die Henning da aufgestellt hat, so heute ja nicht mehr geteilt werden oder zumindest Thesen vorhanden sind, die deutlich plausibler wirken. Nichtsdestotrotz, ich wollte es hier einfach mal vorgestellt haben. Wenn euch der Beitrag aber gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn wir uns beim nächsten Podcast auch wiedersehen. Ich wünsche euch dementsprechend noch eine geschäftige Woche, ein gutes Schaffen und bis dann.